Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 15 Bier Goalkeeper im Karrieremodus mit mir, dem Partizan LP. Es haben mich schon viele gefragt, warum ich denn auf einmal Gesamtstärke 76 habe. Diese stellen sich heraus. Ich habe ja am Anfang plus 3 Punkte wegen FIFA 14 bekommen. Dann habe ich mir im Katalog ein paar gekauft mit diesen FIFA Bronzepunkten, die da oben rechts angezeigt werden. Und natürlich habe ich schon ein paar Paraden gezeigt und deswegen, ja, diese Stärke raufgeskillt sozusagen. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf den SV Darmstadt 98. Wir müssen da jetzt etwas gut machen, weil gegen St. Pauli haben wir uns relativ schlecht präsentiert. Und das wollen wir natürlich wieder bei den Fans zeigen, dass wir da Besseres erwarten. Okay, ich spiele den Tormann und der Gegner schießt. Doch, der schießt. Und ich sehe natürlich dann, wo der Gegner hinschießt. Das ist ja witzig. Schau mal, wie man tanzen kann. Okay, warum bin ich da nicht rangekommen? Egal, das ist ganz eigenartig. Schade, dass man das nicht im echten Online-Spiel sieht. Das auch eventuell noch kommt. Also, es kommt vielleicht noch Bier Goalkeeper im Pro Club, so wollte ich sagen. Und die Schuhe, die wähle ich dann im Part 13 aus. Ich warte noch ab, bis ein paar andere noch kommentiert haben zu den Schuhen. Weil bis jetzt sind 4 Kommentare gekommen. Momentan überwiegt Nike, ja, Nike überwiegt. Jetzt spielt auch gerade der erste FC Nürnberg gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und Nürnberg führt 2-0. Völlig verdient in dieser Partie. Da dachte ich fast, dass ich ihn zu weit vorgelegt habe. So, Flanke auf Härtner, aber der kommt dann nicht ran. Oder war es auf Stahl? Spielt Stahl überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Das ist Stark, das ist Vitek. Und Heller erobert sich aber den Ball, der jetzt geklärt wird von den Darmstädtern. Die stark in der Saison sind, besonders mit Strohengel, ein meiner Meinung nach sehr sympathischer Stürmer und klasse Stürmer. Denkt man gar nicht, dass der so gut kicken kann mit der Größe. So ein kleiner Peter Crouch, ja, kleiner auf jeden Fall. Holland. Und da war Strohengel, aber der macht den Fehlpass. Der Sanchez auf Yannick Stark und Rodri verliert dann leider den Ball. Euch geht es gut, ich hoffe euch geht es gut, mir geht es gut. Jetzt aber Gondorf. Boah, dass da Heller nochmal an den Ball kommt. Unverschämtheit hier. Dürfen wir wenigstens Abstoß machen. Ich spiele übrigens alles manuell. Habe jetzt auch die Anzeige weggetan, damit ich nicht mehr sehe, wie ich beim Stellungsspiel stehen muss. Weil ich brauchte das einfach am Anfang, um einschätzen zu können, wie das denn bei den Flanken ist, wie die Flanken kommen, wie die Schüsse auch kommen. Beziehungsweise wenn der Gegner 1:1 gegen mich läuft. Da brauchte ich einfach den Ring, um mich zu orientieren. Den habe ich jetzt weggetan. Jetzt aber die Flanke und der Schuss. Aber Martinia kommt dann den Ball und der Nachschuss, der geht rechts vorbei. Also erste große Chance von den Münchner Löwen. Ist schon mal eine mehr als gegen den ersten FC St. Pauli. Gegen St. Pauli. Wobei, da hatten wir auch Chancen, oder? Ich bin ja so vergesslich, das ist ein Wahnsinn. Ich werde ja schon alt. Ich werde jetzt dann im November 22. Ist ja der reinste Horror. Und im nächsten Jahr dann bin ich schon 3 Jahre Let's Player. Ach du Schande. Ex-Lager. Oh, das war schön. Und der schießt zum Glück daneben. Da sind wir rausgelaufen, haben ihn
vielleicht sogar ein bisschen beeinflusst, dass der nicht reingeht. Weil normalerweise muss man den im 1 gegen 1 gegen den Tormann reinmachen, natürlich. Gibt deswegen auch vielleicht die positive Bewertung hier. 6,8. 6,7, wo ich es jetzt gesagt habe. Natürlich geht es jetzt um 0,1 runter. So, Ex-Lager hat sich den Ball erobert. Aber erobert sich, verliert ihn wieder. Sehr gut. Schindler mit der Grätsche auf Stahl. Ja, der spielt tatsächlich. Dominik Stahl. So ein kleines, kleines Urgestein. Einer, der jetzt schon länger bei den Löwen spielt. Und den holen wir uns, bevor es noch Eckball gibt. Den Auswurf auf Adlung. Muss aber abwarten, bis andere Löwen nach vorne preschen. Aber dieses Laufverhalten war jetzt auch eigenartig von Yannick Stark und auch dieses Passspiel. Adlung bleibt am Ball. Drehung, Drehung und in die Mitte zu Sanchez. Die wollen sich den Ball nicht gar so lang behalten. Rama. So, jetzt vielleicht Zug nach vorne. Yannick Stark. Und Yannick Stark macht das 1-0 gegen den SV Darmstadt 98. Ich sag nur, 1860 München 1 und der SV Darmstadt 0. Danke, bitte. Ja, falsches Stellungsspiel vom Innenverteidiger. Die Nummer 4. Erstes Tor für Yannick Stark in der laufenden Saison. 36 Minuten gespielt und für Jungwirth setzt es nochmal die gelbe Karte nach. So, jetzt motiviert anscheinend Waldedrama gleich im Angriff wieder. Ah, es war ein schlechter Pass. Holland. Gondorf. Hört sich wie ein Herr der Ringe-Name an. Ex-Lager. Jetzt wird die Flanke kommen. Aber sie laufen wieder nach außen. In die Mitte wollen sie nicht, die Darmstädter. Das ist so das Harte an Bier-Goalkeeper, ist ja, den Ball im Auge zu behalten, aber auch zu schauen, wo man selber steht. Das ist echt, ich schaue nur rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Wo stehe ich? Soll ich rauslaufen, soll ich nicht? Soll ich links stehen, soll ich rechts stehen? Soll ich eher mittig stehen? Eine Katastrophe bei Bier-Goalkeeper, ich sag's euch. Und ich bin nicht gar so multitasking-fähig. Aber wir gehen zumindest auch mit meinen schlechten Multitasking-Fähigkeiten mit einer 1-0-Führung in die Halbzeitkabine und setzen das Spiel natürlich fort. Sanchez. Ah, jetzt ist er nicht vorbeigekommen, Holland. Und wieder Sanchez, der gut mitkämpft, der immer besser in die Mannschaft kommt auch. Boah, schön gespielt von Yannick Stark. Früher habe ich ja immer oft bei FIFA 14 Stark und Stahl verwechselt, wegen dem Namen, weiß auch nicht warum. Einfach wegen dem Star, wegen dem STA am vorne. Nicht wegen dem grauen Star, nein, nein. Boah, schöner Seitenwechsel von Darmstadt. Aber umso schöner abgegrätscht von Steinhöfer, der den Ball im Spiel hält. Mit einer wunderschönen Aktion.
Ah, wenn er den besser mitgenommen hätte, wäre in der Mitte ein Stürmer frei gewesen. Ah, da liegen zwei am Boden, aber die stehen schon wieder. So, Vitek zu Adlung. Nee, das ist Adlung. Ah, nicht in Straucheln kommen. Ja, sie bleiben am Ball und Rodri verzieht die hundertprozentige Chance. Er hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen können, ihn nochmal kurz ein bisschen vorne antippen und vorlegen. Jetzt kommt auch Behrens für Gondorf. Und Strohengel setzt sich schön durch. Ja, Vorteil. Aber kann nicht mehr abgepfiffen werden. Attackiert ihn. Einwurf für Darmstadt. Noch knapp 30 Minuten müssen wir durchhalten. Dann holen wir wieder 3 Punkte. Als Wiedergutmachung gegen das St. Pauli-Spiel. Und wieder geklärt. Nicht zur Ecke, sondern zum Einwurf. Aber die wären mir schon wieder zu gefährlich hier. Boah. Zum Glück nicht zum Schuss gelassen. Also, das hätte auch blöd ausgehen können. Da stand er völlig frei vor mir. Ich wollte schon lossprinten. Aber dann nochmal eine Fußspitze dazwischen bekommen. Von den Weiß-Blauen. Gegen die Lilien. Oh nee, nicht Lilien. Veilchen, oder? Moment, sind die Darmstädter die Veilchen oder die Lilien? Ich glaube aber die Veilchen wegen der violetten Farbe, oder? Oder nee, die Lilien. Die Lilien sind sie. Ich glaube die Lilien. Also schreibt mir, ob sie die Lilien oder die Veilchen sind. Zumindest bekommen wir jetzt gegen die Blumen den nächsten Freistoß. Und das war gar nicht so ungefährlich. Da spielen sich die Darmstädter ein bisschen im eigenen 16er. Da wird der Trainer einen halben Herzinfarkt bekommen haben. Und wir nämlich auch nach diesem Seitenwechsel. Boah. Drüber gesetzt, diesen Ball. Da atmet auch Kagelmacher auf. Rodri überspringt den grätschenden Gegner. Tomasov. Ah, zu früh abgespielt. Aber Vitek direkt am Ball, der auch mal ein bisschen nach vorne rückt. Der jetzt eigentlich die Flanke hätte bringen müssen. Aber Brigere, der klärt zur Sicherheit nach außen auf die Seite. Ah, Jannik stark diesmal mit dem Ballverlust. Heller. Ah, jetzt wieder zu viel frei. Kempe. Boah, der hätte abziehen können. Und das tut er doch noch. Heller, aber er setzt ihn wieder daneben, den Ball. Es gibt den nächsten Wechsel. Marco Seiler für Maurice Exlager. Und es kommt Klaassen für Daniel Adlung. Also Klaassen kann auch den Flügelspieler machen. Jetzt das Kopfballduell nach dem Abstoß verloren, leider. Das ist meiner. Danke sehr, Leute. Hey, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Jetzt ein bisschen offen hinten. Wieder der Angriff über die Flanke, abgedeckt von Vitek. Gibt natürlich Einwurf, aber Vitek steht wieder parat. Und Klaassen, der denkt sich, schießen wir den Ball zu den Fans.
damit die auch was zu feiern haben. Boah. Also bei den Rückgaben von den Pässen, da schwitze ich ja immer. Und da müssen wir ran. Stehen auf und... Er ist immer noch nicht geklärt. Jetzt aber von Yannick Stark. 4 Minuten Nachspielzeit. Wir halten den Null. Aufpassen. Strohengel. Und das soll es sein mit der letzten Ballberührung von mir. Nach vorne mit der Kugel. Da kommt sogar Rodri nochmal an den Ball. Der kann abziehen. Der schießt auf die Latte. Das darf doch nicht wahr sein. Ah. Das 2-0, das wäre verdient gewesen jetzt noch. Klasse Schuss von Rodri. Aber auch eine klasse Parade am Ende von uns. Kreuter führt 1-1, Aalen 1-1 und RB Leipzig auch nur 1-1. Das kann sein, dass wir gegen starke Mannschaften gerade wieder Punkte gut gemacht haben. So ist es auch tatsächlich. Wir haben, ja, wo ist denn RB Leipzig? Die sind da im Tabellen, also im unteren Tabellenmittelfeld mit nur 5 Punkten. Wir haben schon 10 Punkte und können auf, ja, wir können auf den 13., also auf den 1. eigentlich aufschließen. Das ist mal gar nicht so schlecht. Wir schauen auch noch meine Karriere an. Wir sind 3,6 Millionen wert momentan. Das ist doch schon einiges für so einen jungen Spieler. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pazian LP. Tschüss, Leute.